Viel Spaß bei Frankens gute Köche, das Kupsch Frische Markt Kochmagazin. Einen schönen Samstagabend, liebe Zuschauer, und damit wieder herzlich willkommen zu Frankens gute Köche, dem Kupsch Frische Markt Kochmagazin hier bei TV Touring. Und diesmal ist bei uns zu Gast Michael Pflamminger aus der alten Mainmühle. Und du hast uns was mitgebracht, was auf den ersten Blick etwas, naja, ungewöhnlich anmutet. Ist ja ein bisschen komisch, Seeteufel, bisschen italienisch, mit einem italienischen Schinken und einem fränkischen Spargel. Aber man muss auch mal Kompromisse eingehen beim Kochen. Und am Ende aber dieser Riesenpott Zwiebeln. Was hast du damit richtig, vor? Da macht man ein schönes Zwiebelkonfit, weil so sparen wir uns die zerlassene Butter oder die Hollandaise. Auch wieder mal ein bisschen was anderes. Ja, da bin ich gespannt. Aber wir kommen ums Schälen vom Spargel nicht drum rum. Und ich fange damit jetzt mal an. Jawohl, genau. Bisschen was vorbereitet haben wir ja schon an geschälten Spargel. Das heißt, ich werde etwas verschont. Schon mal ganz gut. Genau. Was machst du in der Zeit? Ich mache in der Zwischenzeit mal ein paar Zwiebeln in Ringe schneiden fürs Confit. Was versteht man unter Confit genau? Confit ist so eine Art Marmelade. Es ist nicht so flüssig, das heißt, es schwimmt nicht auf dem Teller rum und ja, passt halt herrlich optimal dazu. Marmelade von der Konsistenz her? Genau, von der Konsistenz. Also nicht vom Zuckergehalt wahrscheinlich, oder? Mit den Zwiebeln? Nein, es kommt Portwein mit dran, der wird reduziert, also bis kaum mehr Flüssigkeit da ist. Mhm. Da bleibt dann die Weinsüße übrig und die gibt das dann die Konsistenz davon. Also eine schön sämige. Genau. Ganz zum Schluss tun wir dann ein bisschen kalte Butter unterrühren und das bindet dann die Sache gleich automatisch ein bisschen ab. Also die Butter, die sparen wir uns trotzdem nicht, auch wenn wir uns die Hollandaise mal sparen. Genau, richtig. So, wenn ich jetzt so fleißig am Spargelschälen bin, dann bleibt mir trotzdem Zeit, dich einiges zu fragen. Du hast auf einem Schiff gearbeitet lange Zeit. Genau. Erzähl uns mal ein bisschen was. Was unterscheidet denn die Arbeit vom Koch auf dem Schiff von der im Restaurant? Das beginnt erstens einmal schon mit der Arbeitszeit. Man hat auf dem Schiff 7-Tage-Woche. Wie hält man das durch? Irgendwann, ja, man muss einfach verrückt sein, sage ich jetzt mal so in der Situation. Weil es ist ja nicht nur 7 Tage eine Woche lang, sondern das geht ja über ein halbes Jahr hinweg. Die Verträge sind meistens 6 Monate. Und ja, der größte Unterschied ist halt dann auch noch, man ist jeden Tag woanders. Man erlebt auch immer jeden Tag andere Sachen, wenn mal das Schiff ein bisschen Seegang hat oder wenn man ins Bett geht. Zuerst merkt man das in der Küche? Ja, man merkt es. Ich war auch auf verschiedenen Schiffen mit verschiedenen Kapazitäten. Ging los auf der MS Europa, war ein 5-Sterne-Plus-Schiff. Ui. Von der Kategorie her das bestausgezeichnetste, heute immer noch. Danach habe ich mir mal was anderes ausgesucht. War ich auf der MS Bremen, ist ein Expeditionsschiff. Da sind wir in der Arktis und Antarktis auch rumgefahren. Kap Horn hat man dann schon gemerkt. Da hat es mal doch ein bisschen geschaukelt dann. Auch in der Küche? Auch in der Küche. Da ging es sogar so weit, dass wir Köche uns festbinden haben müssen. Tatsächlich? Wie macht man das dann? Also so ein Gurt um den Bauch rum und an der nächsten Theke angebunden? Richtig, so in etwa kann man sich vorstellen. Sogar im Restaurant, die Tische und Stühle wurden fest verkettet mit dem Boden. Also war schon lustig. Und zum Schluss war ich dann nochmal bei einer amerikanischen Company. Crystal Cruise, dort hat man halt dann auch ein bisschen die Sprache und andere Kulturen und Kochen nochmal anders erlebt, weil Amerikaner, Deutsche sind halt doch vom Kochen her und vom Essen her ziemlich verschieden. Ja, du hast gemeint, hast unterschiedliche Eindrücke erlebt und Erfahrungen gesammelt. Wirken die sich dann auch aufs Kochen aus? Hast du da? Ja, auf jeden Fall. Wie man sagt jetzt bei den Amerikanern zum Beispiel, die wollen halt ein Steak. Da ist halt wirklich so, die wollen ein großes Stück Fleisch auf dem Teller haben und ein paar fettige Kartoffeln, sage ich jetzt mal so. Hauptsache es ist frittiert, dann sind sie happy.
Welches Land kam dir da am nächsten vom eigenen Geschmack? Kann man da dann wirklich so differenzieren? Das kann man eigentlich am nächsten zu den Amerikanern, meinst du jetzt, oder? Nee, zu deinem eigenen Geschmack, zu deinen eigenen Vorlieben, so. Wenn du so viele Nationalitäten mit... Ich würde sagen, das hat sich auch ziemlich angepasst. Also ich bin eher dann doch auf die asiatische Schiene irgendwie gekommen. Und scharf, also kann man auch sagen, Mexiko. Also die fränkischen Wurzeln hast du trotzdem nicht verloren, wie wir jetzt am Gericht allein schon sehen. Nee. Und bei den spannenden Geschichten habe ich jetzt nicht nur hier drei Stangen geschält, sondern der Teller ist auch alles. Weg. Wie viel Zwiebeln brauchen wir denn für das Gericht? Das schaut ja aus, als also ist so der ganze Sack weg. So um die 300 Gramm, aber durchs Reden habe ich jetzt auch nicht mehr so ganz den Überblick behalten. Dann machen wir jetzt endlich mal weiter. Machen wir weiter, ich mache auch noch eine, dann bist du auch fertig. Und mit steigender Anzahl der Sendungen, in denen sich die ganze Zeit um Spargel dreht, wird das mit dem Schälen bei mir auch immer besser. Jawohl. Ja, Übung macht den Meister. Wie ist denn das mit dem fränkischen Spargel momentan? Ist der so aromatisch und schmackhaft wie in den letzten Jahren? Also ich finde es nicht. Also ich habe auch schon von vielen Gästen gehört, die wo sagen, der Spargel schmeckt heuer nichts. Geschmackssache, ich persönlich empfinde es genauso, woran es liegt, kann aber leider keiner sagen. Dann schauen wir jetzt doch mal, wie wir das möglichst geschmackvoll hinbekommen. Richtig. Mit den Zutaten wird es eine super Sache, glaube ich. Genau, so, jetzt haben wir es aber. Ja. Der Spargel kommt ins Wasser. Genau. Zuerst tun wir noch ein bisschen Salz rein und Zucker und ein Stück Butter. Das war jetzt das Salz, das ne? War jetzt das war der Zucker. So viel. Okay. Ja. Müssen wir Geschmack rankriegen. So, jetzt können wir ihn schon reinmachen. Wie viel braucht man da auf das Wasser? Schön wir bedeckt tun jetzt ist. Den vordersten Teller oder so. Tun wir rein. Reicht? Genau. Machen wir so. Genau. Den Rest machen wir später, dann habe ich den Rest nicht umsonst machen wir später. Geschält. Okay. Gut, dann haben wir den Spargel jetzt soweit fertig und wie das mit den Zwiebeln weitergeht, ist eine spannende Sache, schauen wir uns nach der Werbung an. Liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück zu Frankens gute Köche mit Michael Pflamminger, einem Fisch, einem italienischen Schinken und den Zwiebeln. Genau. Und mit richtig. Denen geht es jetzt weiter, ne? Die haben wir jetzt hier mal schon fertig die gemacht. Die Zwiebeln haben wir jetzt mal geschnitten, aber ich würde sagen, wir machen zuerst mal den Seeteufel, dass der schon ein bisschen durchzieht, wenn man marinieren. Mhm. Weil du gemeint hast, die Zwiebeln, da wird so eine Art Marmelade draus. Genau. Muss man den dann auch so lange das einkochen, wie man es bei einer Marmelade machen müsste? Nö, die Zwiebeln sind ja von der Konsistenz her weicher, viel mehr Wassergehalt. Das dauert knappe 10 Minuten. Ach so, dann okay. Also können wir noch später machen. Genau, aber wir geben den Seeteufel mal ein bisschen Geschmack. Wie marinierst du den denn jetzt? Da haben wir das Zitronen-Olivenöl. Zitronen-Olivenöl, das heißt, du hast ein Olivenöl mit Zitrone extra noch selbst gemacht? Nein, oder? Das habe ich schon so. Fertig mitgebracht. Mhm. Das ist einfach ein bisschen bepinseln, weil dann spart man sich auch das Säuern. Das sollte man ja bei Fisch machen. Normalerweise die Zitrone, ja. Genau, und so haben wir das gleich mit dabei. Wie ist denn der Seeteufel vom Fleisch her? Ist ein festeres Fleisch? Ist ein festes Fleisch, ja. Kommt hauptsächlich der Seeteufel, auch Lotte genannt, kommt hauptsächlich im Mittelmeerraum um Gibraltar oder im Schwarzen Meer vor. Und ist nicht sonderlich hübsch. Ist nicht hübsch. Also zu 2/3 besteht der Fisch aus Kopf. Oh. Den man nicht verwenden kann. Wo man nicht verwenden kann. Aber sehr lecker, das Fleisch. Tut dem Geschmack ja keinen Abbruch, wie der so ausschaut. Nein, das sehen ja die Leute meistens ja auch nicht. So, jetzt haben wir ihn mariniert. Jetzt stellen wir ihn derweil noch ein bisschen kalt. Mhm. Und dann kann er noch ein bisschen durchziehen. Genau. Und wir haben Zeit, uns um die Marmelade quasi zu kümmern. Richtig. Da bleibt mir auch Zeit, Ihnen nochmal zu sagen, dass Sie gerne nochmal auf www.tvtouring.de schauen können und da nochmal das gesamte Rezept und die Zubereitung finden und auch wahrscheinlich finden, wie das mit den Zwiebeln weitergeht. Richtig. Schauen wir es uns mal an.
brauchst die einmal hier. Genau. Einmal hier. Wir tun jetzt ein Stück Butter. Fängt schon mal gut an. Genau. Lassen wir zerlaufen. Dann nehmen wir noch das restliche Zitronen-Olivenöl. Gibt ja auch Geschmack. Dass wir eine schöne Mischung haben und genug Geschmack rankommt. Mhm. Was wird denn mit dem Salbei noch? Der steht da. Den Salbei, den brauchen wir später dann. Den geben wir im Ganzen mit dazu, weil den Leuten mögen den Salbei vielleicht nicht so direkt zum Draufbeißen. Mhm. So geben wir danach einfach, wenn wir die Zwiebeln geschmort haben, so 2-3 Blätter mit dazu, die wollen wir danach dann wieder raus. Also der Salbei ist wirklich für die Zwiebeln? Genau, richtig. Okay, da gibt es den Geschmack dafür. Da bin ich mal gespannt. Während du das jetzt so weitermachst, wir hatten es vom Schiffkoch. Ja. wie lange hast du das denn gemacht? Das habe ich gemacht knapp 4 Jahre. Und länger hält man es dann auch nicht durch? Oder wie lange ist so die Verweildauer der Köche da? Also es gibt unterschiedliche, die wo einen Vertrag fahren, das heißt die 6 Monate und dann nie wieder. Hm. So war es bei mir auch. Ich habe auch gesagt, nach den ersten 6 Monaten, mich Schluss. Kriegt keiner mehr drauf. Aber dann ist man wieder ein halbes Jahr an Land und dann weiß man im Grunde nicht mehr, was man hier machen soll, wenn man jeden Tag woanders sein kann. Ja, und dann hat es mich eigentlich schon wieder gereizt, in die Ferne zu reisen. Und dann ist halt passiert, habe ich wieder bei der Firma angerufen, wie sieht's aus, darf ich nochmal? So haben sie gleich gesagt, lieben gerne. Ja, zack, war er wieder weg. War ich wieder weg. Zuerst in Kapstadt eingestiegen, zuerst in Rio eingestiegen, mein allererster Vertrag. Und der zweite beginnt dann in Kapstadt. Und das hast du dann nochmal 3,5 Jahre gemacht und danach war aber dann war Schicht im Schacht. Feierabend. Dazwischen nach der MS Bremen, bevor ich auf die Crystal gegangen bin, habe ich noch meinen Küchenmeister gemacht. Einfach weiterbilden und alles. Ja, haben wir die hoch genug? Nur mal so zwischendrin, auch wenn die Geschichten so spannend sind, nicht das, was Kochen vergessen. Nö, das passt. Tu mir jetzt langsam andünsten, auch nicht gleich zu stark, weil sonst wären sie ja schwarz. Ah ja, jetzt tut sich was. Da tut sich schon was. So ein Riesenpott Zwiebeln. Was bin ich froh, dass ich die nicht habe schälen müssen. Richtig. So, ja, aber das sieht jetzt nur viel aus. Wenn sie das Wasser verloren haben, dann bleibt noch eine Handvoll übrig. Ja, so denkt man jetzt nicht, dass es eine Marmelade wird. Richtig. Tun wir jetzt langsam andünsten. Wenn es dann soweit ist, gießen wir auf mit dem Portwein. Mhm. Und dann lassen wir die Sache einfach einreduzieren und geben die 3-4 Blätter Salbei mit dazu. Unser Spargel bleibt wie lange? Viertelstunde? Der bleibt 15 Minuten drin. So richtig kochen muss er auch nicht wirklich. Kann man ein bisschen... Ja, der blubbert eifrig vor sich hin. Ja, können wir ein bisschen runterschalten. Und in der Mainmühle bist du dann jetzt seit wann? Seit 1. Mai 2009. Und also, jetzt auch mal froh, wieder Land unter den Füßen zu haben. Ja, auf jeden Fall, weil, wie gesagt, irgendwann, es ist schon irgendwie der Reiz da, aber wenn man dann wieder die ganzen Quälereien sieht und alles, es hat alles seine Vor- und Nachteile einfach. Und man muss halt abwägen und ich sage halt jetzt so, 4 Jahre reichen. Ist okay. Ja. So, wenn es jetzt schon so eifrig knistert, dann können wir doch bestimmt mal den Portwein dazu machen, oder? Warten wir noch kurz schnell eine Sekunde. Und dann gießen wir schnell mal auf. Mmh. Und das reduziert so ein, wie lange braucht denn das? Das dauert jetzt so 10 Minuten. Ja. Die überspringen wir dann einfach mal richtig in der nächsten Pause. Tun wir 5 rein, weil dann können wir es uns leichter merken beim Rausfischen. Schmeißt du da immer ungerade Zahlen rein, um das merken zu können? Weil du sagst, weil ich 5 ganz an den Fingern wegzählen kann. Ah, so machst du es. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Und würzen brauchst du es gar nicht? Würzen, das machen wir zum Schluss. Weil es verliert ja alles an Wasser. Wenn man es jetzt würzen würde und dann reduziert alles weg, dann wäre es versalzen hinterher. Okay. Wir lassen es jetzt noch ein bisschen reinkochen, unseren Spargel vor sich hinkochen und verabschieden uns noch ein letztes Mal in die Werbung. Liebe Zuschauer, wir sind ein letztes Mal zurück für heute hier bei Frankens Gute Köche auf TV Touring und unsere Zwiebeln sind endlich fertig.
Fast fertig. Was fehlt denn noch? Die kalte Butter, was wir noch drunter ziehen müssen. Zum Binden? Zum Binden und ein bisschen Salz, Pfeffer zum Abschmecken. Und natürlich unser Seeteufel. Den Fisch, genau. Genau. Kann ich den schon mal reintun? Den kannst du schon mal reintun. Ich würze derweil die Zwiebeln. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Gewürzt haben wir den Fisch ja schon. Ja. Sind wir großzügig und machen wir alles? Sind wir großzügig, genau. So. Wie braten wir denn den jetzt? Von einer Seite möglichst kurz, dass er noch glasig bleibt? Oder wie genau, ist da die? Wir braten ihn auf der einen Seite ein bisschen länger an, damit er schön das Grillmuster kriegt. Mhm. Und dann auf der anderen Seite nur kurz, dass er in der Mitte schon noch glasig ist. Mhm. Und das mit der kalten Butter, naja gut, die stand jetzt schon ein bisschen, aber ein bisschen kalt ist er trotzdem noch. Kalt ist damit gemeint, also nicht zerlaufen oder so. Ach so, okay. Sie muss auf jeden Fall kälter sein als das Gut, wo man es damit abbinden will. Also das gilt jetzt auch schon als kalt, es ist richtig. Nicht nur einfach aus dem Kühlschrank genommen. Richtig. Okay. Genau. Nach Gefühl? Einfach nach Gefühl, dass man sieht, die Bindung sieht man ja da und es kommt der Glanz rüber. Dann glänzen die Zwiebel auch wunderschön. Mhm. Ja, das sieht man schon. Ist wirklich ein bisschen wie Marmelade. Können wir den mal umdrehen? Brauchen den wir da nicht langsam mal was machen? Jawohl. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen einfach hier Farbe. Auf so einer Grillpfanne, ne? Da könnten wir aber auch jede andere nehmen. Wir können auch jede andere nehmen, genau. Könnte man den auch grillen? Also wirklich auf dem Grill? Jetzt ist ja wieder Grillsaison. Wie mache ich das dann? Am besten, man würzt ihn auch. Und er hat ein festes Fleisch. Also man kann ihn ganz normal auf den Rost mitlegen. Also nicht so Alufolienpäckchen und... Nö. Kann man auch, weil der Geschmack intensiviert wird. Man hat ein paar Kräuter rein, vielleicht sogar schon die Kartoffeln mit dazu auch oder das Gemüse und dann auf dem Beet im Grunde schmoren, dünsten in der Folie. Wie lange braucht er denn jetzt? Jetzt braucht er noch so circa 30 Minuten, Sekunden. Ich würde schon sagen, so viel Zeit haben wir so nicht viel mehr. Haben wir nicht, es gibt heute keinen Fisch. Richtig. Wir schalten schon mal aus und lassen ihn noch mal leicht vor sich hinziehen. In der Zwischenzeit fahren wir kommt schon mal ein schöner an. Teller. Du hast da hinten schon so ein bisschen was vorbereitet. Ja, schaut einmal toll vorbereitet aus. Mit bisschen Balsamico-Reduktion. Die kann man auch selbst machen. Selbst machen oder mittlerweile auch schon im Supermarkt kaufen. Die ist jetzt natürlich selbst gemacht. Richtig. Selbst gemacht und mitgebracht. Genau. Machst du das so, wie es dir gerade kommt? Oder hast du da auch in deiner Kochlaufbahn Muster gelernt? Lernt man sowas? Man lernt so Garnituren auf jeden Fall auch. Aber das meiste eignet man sich selber an. Dann. Kreativität im genau. Malen. Im Fingerspitzengefühl. Dann ist schön. Geht eigentlich schnell. Sehr gut. Macht ein bisschen was. Schönes da kann man auch schon anrichten. Genau. Wir fangen an mit dem Spargel. So, der Fisch ist heute das Einzige, was aus deiner Schiffzeit übrig geblieben ist. Richtig. Nur die Teller sind zu kurz. Alles andere bleibt. Die Teller sind zu kurz. Die Teller sind zu kurz. Dann nehmen wir uns doch wieder was zum Schneiden. Dann schneide ich das jetzt einfach mal, oder? Genau. Dann kannst du dich um den Fisch kümmern. Richtig. Gebe ich dir den Spargel rüber. Hat man so schöne Teller, so eine schöne Deko. Ja. Und am Ende ist das Essen zu lang. Was richtig. Nehmen wir denn da? Da nehmen wir doch am besten die... Die Spitzen natürlich. Die Spitzen. So. So. Den Rest machen wir später. Italienischen Schinken. Was hast du denn da für einen? Ist ein Parmaschinken. Den legen wir jetzt einfach nur so oben drauf. Zwei Scheibchen. Mhm. Und die Zwiebeln oben drüber. Die Zwiebeln oben also drüber. Also die Kombination finde ich ja nach wie vor sehr interessant. Und die Farbe. Und dann nehmen wir zwei von den Medaillons oben drauf. Zwei Kirschtomaten mit dran. Und das war's Und schon. Dann habe ich noch
vorbereitet, frittierten Salbei als Garnitur. Wie macht man den zu Hause? Einfach ins Fett rein? Einfach in heißen Fett, kurz rein und dann auf ein Krepptuch. Ausfetten lassen? Ausfetten lassen und dann drauflegen. Sehr schön. Habe schon gedacht, da kommt bestimmt noch was Grünes. Davon wusste ich noch gar nichts. Sehr gut. Aber einen zweiten Teller brauchen wir auch noch. Einen zweiten brauchen wir auch noch. Den machen wir auch. Dankeschön. Gebe ich dir wieder drei Mach Spitzen mal wieder den, oder? Ja, oder? Wir lassen es uns gut gehen. Wir nehmen die Spitzen dazu. So. Also ein bisschen warm ist der ja schon noch. So. Ja. Stellen wir den mal beiseite. Und dann wieder der Schinken. So ein bisschen Turmbau zu Babel. Richtig. Gibt es das auch auf dem Weindorf? Ist ja bald wieder, ne? Ihr seid bald wieder vertreten ja. mit der Mainmühle. Leider nicht. Vielleicht mal so als Tagesüberraschung könnte man es machen, aber auf der Standardkarte haben wir es jetzt leider nicht. Wir testen es mal vorab. Genau. Also wer es nachkochen, nachessen möchte, der muss es nachkochen, kann nicht in die Mainmühle gehen. Aber zu Hause tätig werden ist ja auch mal ganz gut. Das können Sie unter tvtouring.de natürlich alles nachlesen, das Rezept und die Zubereitung. Und dann können Sie es sich genauso schmecken lassen, wie wir uns jetzt. Jetzt hat der Fisch einen Sprung gemacht und ist nochmal daneben. Tja, der war halt noch nicht ganz fertig. Er will wieder runter. Richtig. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit. Schön, dass du da warst und vor allem so viele spannende Geschichten erzählt hast. Hat da mich wird auch einem, gefreut. Da hat das Spargelschälen endlich mal Spaß gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Seeteufel. Bisschen schwierig zu essen. Mmh. Und das ist ja interessant mit den Zwiebeln. Mmh. Super. Gut gemacht. Wir freuen uns aufs nächste Mal mit dir. Jawohl. Dann das dritte Mal. Ja. Uns bleibt noch einen schönen Abend zu wünschen und bis nächste Woche am Samstag zu Frankens Gute Köche. Machen Sie es gut. Tschüss. Wiedersehen. Viel Spaß beim Nachkochen. Frankens Gute Köche, das Kupsch frische Markt Kochmagazin.